Ja, wir sind da. Willkommen Leute, willkommen zu Button Kaitos. Ich habe mir die Freiheit genommen, die letzten 11 Räume auch schon mal fertig zu machen für euch. Die sind jetzt alle erledigt, ich habe alles abgefarmt und ich sollte ja eigentlich ein Sternteil finden, wollte ich jetzt schon fast sagen. Sternteil, Eisdischeile schießen! Ich will Mario Galaxy Free! Mario Galaxy Free! Mario Galaxy Free! Okay, Entschuldigung, geht wieder. Nein, ich gehe jetzt hier mal durch. Yep. Das ist die Story-Tür. Oh, hübsche Blume. Tja, da werde ich nochmal daran erinnert. Speicher doch nochmal ab, Matthias. Mache ich doch glatt. Speichern wir nochmal ab. Ja, kein Ding. Und nochmal hier drauf speichern. Der erste lassen wir mal unter frei, ich weiß gar nicht mehr warum. Okay. Gute Räume. Ich würde sagen. So. Ich mache mal die Dinger hier nochmal auf. Wir haben Schädelkettchen. Okay. Und Seidenschleier. Ja, dann nehmen wir das noch mit. Ja, letztes Mal haben wir uns, wie gesagt, uns in dieses Buch verkrochen. Bei, Ding jetzt. Ja, uns das Buch verkrochen, der Deluxe. Wer kriegt denn das? Ein Seelenschleier, ein Seidenschleier. Diese porzellanweiße Schleier aus mehreren Schichten Seide ist bei Frauen sehr beliebt. Er erfüllt die Herzen aller, die ihn erblicken, mit Frieden. Oh, mit dem vor anziehen. Oh, dann ziehen die Schelle an. Oh, gar. Wieso kann Bisou denn den anziehen? Was ist da verkehrt? Ja. Was nehmen wir denn dafür? Der Federhut kann mal weg, wa? Was meint ihr? Der Federhut kann weg, ne? Ja, denke ich auch. Was zur Hölle? Was denn das? Der Allesmachung, Schädel. Verwirrung. Oh nein, Verwirrung war, dass sich die Zahlen die ganze im Kreis drehen. Das war nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, das kann ich nicht verwenden. Das ist nicht das, was ich benutzen will. Tut mir leid. Aber es ist auch nicht so viel stärker. Es hat nur die ganzen Resistenzen. Nee, nee, das geht nicht. Das, dann kann ich keine Kombos machen, weil sich die Zahlen die ganze Zeit im Kreis drehen. Jo. Oh Mann, immer am Anfang der Aufnahme. Mann, ich hasse mich. Ja, dann würde ich sagen, seid ihr bereit für die Spannung eures Lebens? Seid ihr bereit, euer Leben für immer zu verändern? Tja, dann schaut hier nicht weiter, weil das wird total dumm wahrscheinlich. Oh, not again. I hate déjà vu. Déjà vu. An der Stelle. An der Stelle eine kleine Pause. Weil, ich muss doch jemanden einladen. Gut, wir machen weiter. They are testing me. Using the ancient book of magic as bait to see if I'm really ready. Well, you're as ready as can be. My book. We all decided to stop Melodia Malpertio long ago. Yaga. Barnett tells me the time of the prophecy is drawing near. Something is awakening after a thousand years of sleep. Oh, Entschuldigung. The time may be here for the last of the Ice Queens to fulfill her destiny. Ey, machen wir nachher nochmal Bratnudeln. Richtig lecker. Whether it be you or I, should the prophecy be fulfilled, the Ice Queen will be no more. No more. It will be our final prayer to the world. Our final blessing. Hallo Franzi! Mit dem grünen Ohr. Shilla, you must follow your own path. Even if you are alone, never back down. Never fear and stride forward with your head up. Geil! The ocean will always be with you. Wo denn da ein Ozean? Ich sehe nur Himmel und Schneemann da rett. Der Schneemann, der steht da schon seit 50 Jahren. Keine Ahnung, 20 Jahren? Keine Ahnung.
von Bernhard ist, aber der stand da schon, als sie letztes Mal da war, und das hier ist in der Vergangenheit. Wie lange hält dieser Schneemann? Und wie lange ist da dieses Fass drauf? And we will always be walking alongside. Mhm. Hey! Das war alles, was sie sagt. Lecker. Ja, jetzt los. Ja, ja. Veggie Maus. Von Aldi. Ein Buch. Is this it? Es ist ein Buch in einem Buch. Oh, shit. The ancient and forbidden book of magic. Nicht schon wieder. Are you gonna unleash it? You sure that's such a bright idea, Shella? I promised my mother that I'd never back down, never fear. That I'd stride forward with my head up. Warum macht sie das? Wo ist das Story? Das ist ein verficktes Buch! Oh shit, es ist kein normales Buch! Denn das hier, Leute! Dieses Buch! Greetings! Are you the last of the Ice Queens? Ich glaube, das ist Gameboy, der da gerade spricht. Yes, most likely. Has the time come? Then let us begin. 1,000 years ago, a seed of hope was sown by our hand. Let us witness the fruit it has borne. Wollen wir mal sehen, ob sie sich bewiesen hat. Lass uns mal gucken. Lass sie einfach Monster gegen den Kopf schmeißen. Das ist der beste Weg. Schmeiße im Monster gegen... Es ist... Alufe! Oh nein, Alufe ist da! Es ist ein recyceltes Monster vom Anfang des Spiels! Alufe, du wirst uns nicht besiegen! Tja, Alufe! Ah, ich war auf dich vorbereitet! Deshalb wirst du jetzt meine ganze Macht zu spüren kriegen, die ich nicht besitze! Yeah, guck dir meine coolen Kombos an, Alufe! Was willst du jetzt noch tun? So, was haben wir da? Ja, eine 3. Gut. 3, 4. Tja, Alufe, nimm dies und nimm das! Yeah, Alufe, mach dich so fertig, Alufe! Du bist der wahre Endgegner, hab ich gehört! Das werden wir sehen! Oh shit, denkt sie, Alufe! Fuck! Wie soll ich das machen? Also, 2788 Schaden, scheiße, wie macht er das nur? Fuck, ich bin Recycle, Mann. Ich greife auch an, wenn ich's nicht kann. Smash und Smash. Ey, smash dich so in den Boden, denkt sich Alufe. Also, tja, Alufe, du kannst mir nichts. Also, tja, du willst dich angreifen? 471 Schaden abgewehrt. Tja, Lufe, jetzt bin ich wieder dran. Was mache ich denn überhaupt? Weiß ich noch nicht mal. Tja, Lufe, bist du auf diese Combo vorbereitet? Ja, ich bin richtig wütend, weißt du das eigentlich? Sei bereit! Für den ultimativen Spinner! So unlogisch wie die Welt! Oh shit, denkt sich Lufe. Fuck, wie kann er nur so stark sein? Tja, Lufe, ich habe trainiert. Ich bin darauf vorbereitet, mein Bestes zu geben, um dich zu vernichten. Taste the death, Alufe. Yeah, nimm das, Alufe. Stirb. Tja, was sagst du dazu? Bist du darauf vorbereitet? Hast du dafür dein ganzes Leben lang gelebt, um jetzt besiegt zu werden? Tja, Alufe. Joho. Mal sehen, wie lange du noch drauf stehen wirst. Denn bald ist deine Zeit vorbei. Ja, leuchten! Stirb, Alufe! Nein! Wow, das ist einfach. Ich hab ihn voll zerstört.
Yeah! Geil, jetzt kann ich weiter Mäuse essen, während irgendwelche Cutscenes kommen, die kein Schwein interessiert. Greg! The world is in your hands. Act with wisdom. Danke, Gameboy. I will. Voll antiklimatisch. Your will and your hope reside in me now. Last of the Ice Queens. Nein, keine Schaumäuse. Und ich bekomme Hai... Haifischmaul. Angriffe mit dieser Waffe ähneln einem Hai, der seine Beute umkreist. Sie durchdringen auch die beste Verteidigung. Die wenigen, die einen solchen Angriff überleben, werden von Angst und Schrecken erfasst. Außerdem die erste Sechserkarte. Das Ziel wird von einer Welle aus eiskalter Luft und Wasser erfasst. Verursacht sowohl allgemein als auch wasserbasierten Schaden. Ist das effektiver feuerbasierten Kreaturen? Außerdem das Wassersiegel. Ich glaube, bei diesen sechs letzten Quests kann man die letzten Finisher kriegen für den jeweiligen Charakter. Und ich glaube, das war Shellas gewesen. Wassersiegel. Ja, es ist auch 100% Chance auf Tod! Ein von Shella beherrschter geheimnisvoller Wassermann beschwört Wassertropfen herauf, die den Gegner in Form von Wassersäulen umschließen und ihn ersticken. Was willst du von mir? Spiel, was willst du? Ja, nimm das Feuer raus. Und außerdem, nimm hier den Finisher raus. Wo ist er? Hier, da, Kacker. Brauchen wir auch nicht mehr. Was soll der? Einfach töten! Warum? Also, das wirkt natürlich nicht gegen Bosse. Ja, sind es auch, Felix. Also, Tod wirkt natürlich nicht gegen Bosse. Das ist natürlich klar. Erfahrung, sind alle gut mit bei. Das ist schön. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir bewegen uns doch glatt zur nächsten Nebenquest, die uns jetzt das Endgame bietet. Und das wäre... Tja, Glendario. Wenn du dir jetzt einen Charakter auswählen könntest, von dem du die Nebenquests machen könntest, welcher wäre das wohl? Wo gehen wir wohl hin als nächstes? Denk mal ganz scharf nach. Wo gehen wir noch hin, lieber Glendario? Wo führt uns der Weg hin? Erstmal gehen wir natürlich leveln. Aber dann ist die Frage natürlich, wo gehen wir hin, Glendario? Wo würde ich hingehen, wenn ich dich persönlich frage? Keine Ahnung. Was? Beten. Gut. Erstmal kriegen alle Level. Inne so. So, und dann nochmal inne. Und dann nochmal inne. Das war Karaoke-Version. Und dann inne. Inne. Und dann inne. Und dann inne. Und dann inne. Du hast neue Karten, die du in dein Deck stecken kannst. Okay. Ja, da hat sich das Level doch glatt gelohnt, wa? Würde ich mal so sagen. Ja, jetzt können wir wieder neue Karten reinstecken. Das ist das Problem daran. Mal sehen, was macht am meisten Schaden. Dreimal so ein Scheiß. Ja, wir packen die Wasserkarten natürlich rein und die Windkarten wieder. Jupp, und dann sind wir good to go. Da haben wir alles, was wir brauchen, wieder ein Shellas Deck. Und die Karten sind ja noch nicht mal wirklich schwach. Die sind ja okay. Die sind ja soweit echt okay. Hallo Nippel. Willkommen zurück bei mir im Stream. Schön, dass du vorbeischaust. Tja, aber bevor wir dann das nächste Mal dann zu der nächsten Quest gehen von Mizudi... Wie hätte es anders sein sollen? Werden wir hier eine Pause machen.
Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Sagen auch die Zuschauer. Wo ist die Musik?